Am 21. Mai 1527 wird in Valladolid in Spanien der Habsburger Philipp II. Geboren, dem es bestimmt ist, über eines der größten und mächtigsten Reiche der Welt zu herrschen. Er ist der Sohn Kaiser Karl V. und übernimmt im Jahre 1556 die Regentschaft nach der Abdankung des Vaters. Er herrscht über ein Imperium, in dem die Sonne nicht untergeht und das schließlich nicht nur Spanien, Portugal, einen großen Teil Italiens und die Niederlande, sondern auch die südamerikanischen Kolonien und die philippinischen Inseln umfassen wird. Obwohl ein großer Monarch, ist Philipp II. Eine widersprüchliche Persönlichkeit. Neben der Fähigkeit zur vorurteilslosen politischen Entscheidung findet sich das bedingungslose Vertreten der Ideale der Gegenreformation. Er ist einerseits treuer Anhänger der christlichen Lehre und andererseits rachsüchtig und beleidigend. Als Phlegmatiker verbirgt er seine Gefühle und in Spanien sagt man, dass zwischen dem Lächeln des Königs und dem Messer des Königs kein Unterschied sei. Obwohl ein fleißiger Mensch, ist er doch langsam und schwer zu Entscheidungen zu bringen. Sein Hauptinteresse sind die Angelegenheiten des Staates. Unter Philipp II. Weitet sich die Expansion in Amerika, die unter Karl V. begonnen worden ist, noch weiter aus. Teils durch die Eroberung neuer Gebiete, teils durch die Ausbeutung der Gold- und Silberminen, die die Kassen des Reiches füllen. Die widersprüchliche Persönlichkeit Philipps II. Spiegelt sich auch in der Architektur seines Palastes, des Escorial, einer Mischung von Kloster und Festung, wohin er sich zurückzieht, um in einer Art prächtiger Armut zu leben. Er selbst hat den Bau im Herz der kastilischen Wüste entworfen, als Entsprechung seines kalten, distanzierten Wesens und seiner Vorstellung von Souveränität. Philipp II. Distanziert sich damit auch von den Dingen der Welt, die er als guter Katholik ablehnt. Das Spanien zu Ende des 16. Jahrhunderts, in dem er lebt, ist gierig nach Ruhm und Reichtum. Inmitten verwirrender politischer Geschehnisse, die Spanien gegen Frankreich und gegen England stellen, verfolgt Philipp II. Hartnäckig zwei Ziele: die Einigung Spaniens zu einem absoluten Staat und das Primat der katholischen Religion. Nach Abschluss des Friedens von Cateau-Cambrésis im Jahr 1559 heiratet Philipp II. Elisabeth von Valois, um die Verbindung mit Frankreich zu festigen. Seine Frau Maria von England ist seit zwei Jahren tot. Im Inneren ist Spanien von einer korrupten und inkompetenten Bürokratie regiert. Auf dem religiösen Gebiet herrschen Aberglaube und Vorurteil. Die Gegenreformation wird durch Exzesse wie die Ketzerprozesse und die öffentlichen Verbrennungen, die sogenannten Autodafés oder Glaubensakte, charakterisiert. Die Armut und der Fanatismus der Bevölkerung unterstützen dies. In der Außenpolitik hat sich Philipp mit Venedig und mit dem Papst verbündet und erringt einen berühmten Sieg gegen die Türken bei Lepanto. Das Kriegsglück bleibt ihm aber nicht treu, denn einige Jahre später, 1588, verliert er seine berühmte Flotte, die unbesiegbare Armada, bei dem Versuch, England zu besetzen. Aus dem familiären Leben Philipps II. Sticht besonders die Figur des Sohnes, Don Carlos, heraus. Er ist das Bild der physischen Degeneration der Familie und sein Tod wirft einen Schatten des Verdachts auf den Vater. Philipp II. Selbst stirbt 1598. Für Spanien, das unter seiner Herrschaft den Gipfel der Macht erreicht hat, beginnt der unaufhaltsame Abstieg.